Jetzt ist toll. Okay. Herzlich willkommen bei den Girls, I guess. Hoffentlich. I don't know. Haben wir Ton? Haben wir keinen Ton? OBS hat gerade gelaggt. Keinen Ton. OBS hat gerade gelaggt. Es klingt aber gut, oder? OBS hat gerade gelaggt. Es klingt aber. Ja, würde ich sagen. Schön, dass ihr da seid, Boys and Girls, ja. Zu einem wunderbaren neuen Livestream. Oh, das ist eine Quality. Wir spielen Dark Souls 3 heute, weil wir haben es Freitag, den 2.12.2022 um 18.14 Uhr. Yay! Und hier sind meine Streaming-Zeiten. By the way, dort. Achso, dann kann ich blocken. Und wir fighten gegen den Boy weiter. Oh Mann, gar kein Bock. Hallöchen, Ref! Reffi Schmeffi, wie geht's, wie steht's? Ach stimmt, warte mal. Ich gibt irgendwelche neue Icons hier unten? Chat-Markierungseinstellungen, what the fuck? Hallöchen, Hallöchen, Schubi, na? Was? Chat wird geleert und alle Affe-Modis abbrechen. Okay, also es gibt jetzt irgendwelche neuen Modis, wenn so bei Raid, Hate Raids, irgendwas hat Twitch angekündigt, dann wird das der Chat jetzt geklärt wird und welche Protections angemacht werden. Okay, das will ich definitiv nicht mehr machen. Wenn sie der Kündigung so down. Really? Warum this? I mean. Hannah, so wie du es mir erzählt hast, du kriegst trotzdem dein Geld und kannst zu Hause bleiben. Warum macht die das denn so fertig? Dann hast du jetzt doch noch Zeit, nach was Neuem umzugucken, oder nicht? Besser kannst du gar nicht laufen. Na, mal gucken, ob wir diesen mal schaffen, den Boss. Ich hoff's. Wenn nicht, muss ich Fab um Hilfe bitten wieder. Ey, zwei mit drei an, ne? Was willst du machen, Alter? Aua! Shit. Der macht halt ordentlich Damage, der Boy. Piss dich. Oh, fuck. Au! Nicht in meinen Rücken stechen! Na, kleiner Pisser. Nicht Glut nehmen! Ach, verdammte Scheiß, ich hab Glut drin gehabt. So ein Scheiß. Hallo? Du Fotze! Au! Alter! Wir haben ein bisschen Zeit, mich zu heilen, ja? Ah, shit, ich hätte die ganze Zeit müssen. Alter! Fick dich hier, Boy! Ich kann nicht in den Chat gucken, stimmt sicher. Jo! Alter, ich hab dich mal nach vorne gedrückt und trotzdem hat er gedacht, so, ja, Bruder, komm. Ist eine gute Idee, einen Tritt zu machen. Macht gar keinen Sinn. Ja. Das ist ein guter Start, ich mache. Ich drücke auf Rollen, das passiert mir nichts. Ich liebe das in Dark Souls, wirklich. Ich liebe Dark Souls dafür immer. Alter, du kleine Fotze! Ne. Das gönn ich dir nicht. Really? Das gönn ich dir nicht. Alter! Was bist du denn für ein dummer Ficker? Ich hab mich auf Rollen gedrückt, dass nichts passiert. Geil, oder? Fuck. Raus! Raus! Alter, was ist denn das? Alter, ich krieg nur noch... Nö. Es ist so dumme Scheiße schon wieder hier, wirklich. Kannst du dir nicht geben. Kannst du dir nicht geben, Alter. So stupid, Alter. Wie er manche jetzt einfach trifft. Macht gar keinen Sinn. Verpiss dich hier, alter Obi. Oh mein Gott, was ist das für ein Hitler? Ich hab diesen Move noch nie gesehen. Jo, den hast du schon mal nicht getroffen, das ist gut. Hier wird's ja vergiftet, das ist super, super nervig. Fick dich. Verpiss dich, danke. Alter. Chill. Ein bisschen, danke. Und da guck mal, Kühlschrank. Ist doch cool, Ref. Ah.
Oha. Jetzt geht der richtige Abfuck-Modus von ihm los. Oh fuck! Au! Ja, okay, das sieht die scheiß Kombi wieder aus. Guckt euch das an, Alter, diese Todeskombi, ja? Ich habe hier so 5 Flakons, ist ja toll. Ach, Alter, ich hau auch nur daneben! Klar. Machst du nicht genug Damage, guck, ich hab ihn nicht einmal getroffen bis jetzt. Verpiss dich doch! Nein! So ein dreckiger Bastard. Ja, weiß ich doch selbst nicht. Gerade die alte Wohnung hätte ich aufgeräumt. Montag kommt der Kühlschrank. Alter, jetzt habe ich richtig Hohenpuls, weil ich einfach so dachte, Alter, fuck, ich habe wirklich eine Chance, aber da ich einfach 20 Uhr daneben gehauen habe, wo ich dachte, ich habe keinen Bock, der jetzt da irgendwie den Beutel, ich will lieber daneben auf den Boden schlagen. Muss die alte Wohnung noch streichen, tapezieren eigentlich? Also, bauen sollte das, also das immer meistens sein, findest du direkt einen Namen, der sagt, ja, ist alles gut, dann übernehme ich so. Musst du eigentlich immer Raufaser tapezieren und weiß streichen. Oder halt, wenn die wieder gut ist, kannst du einfach nur weiß streichen, geht auch, aber wenn du halt die abgeranzt solltest du vielleicht auch tapezieren. Oder wenn du vorher andere Tapete dran hattest, theoretisch oder so. Oh, boll. Ah. Ist doch geil, wenn der Kühlschrank kommt. Hast immer richtig Kühlschrank eigentlich auch nicht. Du hast auch so einen kleinen Mini-Kühlschrank gehabt, ne? Wie ich. Glaube. Ah, ja, come on. Ey, ne, wirklich, es nervt mich so hart, ne? Es nervt mich so hart. Ich hasse diesen Gegner. Er ist so. Arcing ab. Ich finde es. Jetzt juckt mir das am Ohr, ne? Und ich kann mich nicht am Ohr jucken, weil Dark Souls hat keine Pause von. Fick dich, ja, ist mir scheißegal. Jetzt am Ohr. Jojo. Jojo. Komm, komm, baller nochmal auf mich rauf. Deine Bitch. Wie auch bitte noch schießen, du kleine Fotze. Ja, klar. Alter, ist es das nervig. Guckt euch das an, Alter. Ich komme irgendwo nicht. Ja, komm, beruhig dich, Alter. Ich muss irgendwann auch mal heilen hier, ja? Es ist so ein ekliger Scheiß. Ja, genau, genau, genau. Ist okay. Ist okay. Klar. Ich hatte nicht mal die Möglichkeit, mich zu heilen, irgendwas zu machen, weil ich direkt einfach von den Scheißkugeln gehittet wurde. Es ist schon wieder so. Es ist einfach nur ein Abfuck. Ich bin zweimal gestorben und ich bin auf dem Höhepunkt der guten Laune gerade wieder. Es ist so ein ekelhafter Scheiß-Boss, Alter, wirklich, ne? Ohne Glut hast du eigentlich gar keine Chance, hier irgendwas zu schaffen. Es ist doch lächerlich, ey. Einfach Glut cheaten, ja? Wird man bestraft, wenn man Dark Souls cheatet? Also es gibt bestimmt, dass man sich so einfach Glut mehr cheatet oder so. Es ist einfach gefühlt die nächste Sache, die ich auf jeden Fall angehe, Alter. Weiß nicht, ob die Techniken sagen, nö, Bruder. Jetzt machen wir die Absicht einfach, die gehen nochmal 20 mal schwerer. So einfach, weil wir einfach dich noch mehr zerstören wollen. Wäre halt auch so kein untypischer Dark Souls-Move einfach halt, ne? Würde mich überhaupt nicht wundern. Alter, ich will rollen! Ja, klar, chill einfach mal kurz, okay? Hallo! Wirklich, ey. Bist eine. Ha, ey! Was für eine dumme Scheiße wir. So ein lächerlicher Kack hier. Jetzt ewig die Wohnung einräumen. Kommt doch ein viel Effort dort reinsteckt, wenn man da. Also ich hasse ja theoretisch jetzt die Zeit, das zu machen. Dadurch sollte es eigentlich. Roll doch! Alter, ich drück ewig auf Rollen. Ich so, nee, Bruder, nee, rollen. Ja, ja, verwandle ich noch. Schön, genau. Ach, gleich in die Phase! Sims legen, Alter! Die Magiephase komplett geskippt einfach. Ah, scheiß drauf, die Vergiftung ist jetzt eh egal. Ich sehe gar nichts mehr. Oh mein Gott. Im Endeffekt, Ref. Hallo, Roll. Alter, wirklich, ne? Es nervt einfach so hart, dieser Typ. Guckt es euch an. Es ist einfach. Roll, roll, roll. Meine Güte. Das springt gleich weg. Ah, er will doch hin. Oh ja. Ja, ja. Ja, ist okay. Machst du noch ein Feuerball zu mir? Wirf ein Feuerball in den Kopf. Oh, ich kann jetzt schon wegrollen. Das war ja mal fair, oder was?
Jetzt geht die Scheiße hier los. Ich krieg hier eine Meise, wirklich. Das ist das ekelhaft. Alter, wirklich, ne? Ich konnte nicht mehr aufstehen, ne? Ist okay. Können wir eigentlich jetzt wieder den Stream ausmachen? Können wir? Also ich bin dafür, ne? Bin dafür. Reicht mir eigentlich schon wieder. Hab genug, eigentlich genug Daten für heute. Nee, wirklich. Mein Hass auf dieses Spiel. Ich werde mich jetzt eher auf den zweiten Teil der Theorieprüfung konzentrieren. Führerschein, ja. Oder so. Halt natürlich. Warte, du hast zwei Teile der Theorieprüfung? Du hast zwei Teile? Was zum Fick? Aber aufgrund dessen, dass ich die Zeit habe, denke ich darüber nach, wie es geht. Ja, dann lenk die einfach ab und Stuff. Ich meine, du hast genug zu tun. Die Wohnung einzuräumen. Vielleicht noch irgendwo gucken nach, oder die alte Wohnung halt auch noch sauber zu machen halt und vielleicht noch zu streichen, weiß nicht, ob du es machen musst. Und einfach die Prüfung lernen. Also hast du an sich genug Sachen, die du machen kannst, um mich abzulenken. Klar gibt es definitiv angenehmere Sachen, als für die Führerscheinprüfung zu lernen. Aber du musst ja nicht die ganze Zeit hinsetzen und oh Gott, für die Prüfung lernen halt, ne? Ganz aus einer, da ich jetzt wieder zu den gucken. Mal eine Folge von meiner Serie, von meinem Lieblingsanime oder keine Ahnung. Irgendwas halt, ne? So ist es ja. Spiel doch was anderes. Ich möchte dieses Spiel, weil irgendwo habe ich den Ärger, den ich auch sagen möchte, ich möchte es durchspielen. Oder wenigstens den Gegner schaffen, wer fuckt mich lange genug ab, ja? Ich habe mir oft genug diesen Scheiß angetan von Dark Souls, ne? Und jetzt aufzugeben sehe ich auch irgendwo nicht ein. Es fuckt mich zur Ultra ab. Aber ist es irgendwo, ist es machbar? Ja, das war vorhersehbar, ich hätte ausweichen können, aber... Ah, wäre zu einfach. Was hat jetzt für eine Phase angenommen? Ah, die. Und wie ist mit deinen scheiß Kugeln nochmal endlich hier? Okay. Na. Nerviger geht's auch nicht mehr, Alter, wirklich. Yo, zaubern noch mehr, Minion. Hast du nicht genug gezaubert, finde ich gar nicht. Können wir das Schwert machen? Danke. Hab's schon vermisst. Wirklich einer da. Ach klar. Die Phase geht los. Alter, Alter. Meine Fresse. Ja, come on. Oh. Alter, wirklich, ne? Okay. Ich dachte, ich kann vorbeisprinten, aber nein, nein. Es dauert ja halt ewig, bis er anfängt zu sprinten, wenn ich B gedrückt halte. Und ich muss B gedrückt, um zu sprinten. Dauert aber halt 2 Sekunden, bis er anfängt zu sprinten. Und das ist halt einfach das Problem. Ich kann einfach in der Situation, wo ich sprinten möchte, nicht sprinten, sondern muss einfach ewig Rollen spammen, weil es einfach langsamer ist und viel schlechter im Ausweichen. Oder vorbeirennen von Gegner. Aber ich habe keine Wahl, weil sonst, ja, passiert das, was eh passiert ist. Es ist in vielen Steuerungspunkten, in sich einfach. Kacke. Es gibt einmal Grundwissen, einmal Spezialwissen, so Technik und so. Aber das mit 10 steht. Ah, denke ich mal. Ich weiß nicht. Irgendwie so. Ich fand es am Anfang echt cool. Macht so Alter geil. Mittlerweile bin ich mir nicht sicher, ob ich es wirklich noch machen möchte. Weiß ich nicht. Weil ich glaube, das ist eher, dass es ein Eigentor für mich ist. Im Nachhinein. Ich sage, Alter, fuck, das war super stupid. Weiß es so Bock drauf, hast, gar keine Frage. Aber ich weiß nicht. Erst vor dieser Jugendliche leichtsinn so und dann denke ich so, okay, ja. Wo ich ein bisschen mehr bedacht habe, so, das ist einfach. Ja, in vielen Punkten gar nicht mal so gute Idee, halt, ne? Ah, ja. Ja. Ich meine, an sich klingt es erstmal, ja, es ist ja also an sich gar keine Frage, ist ja eine tolle Sache, ja, ja. Naja, nicht unbedingt. Alter, Mann. Das ist für die Sache. Ich haue und dann würde ich rollen und wick den Stick. In eine Richtung, aber er haut in die Richtung, wo ich wegrollen möchte. Also ich drücke nach vorne, ne? Und drücke die Hauentaste, dann kriege ich mit Fuck
Ich muss dich wegrollen, drücke auf die Rollen, das zieht sich nach hinten. Er haut dann aber nach hinten, dabei speichert die Aktion fürs Hauen, aber speichert nicht die Richtung. Warum? That makes no sense, Alter. Wenn du die Aktion schon speicherst, dann speichert die auch da, wo ich den Stick gedrückt habe, Alter. Hab mich schon so gefreut. Weiß ich nicht. Also ich verstehe. Das ist rough, ja. Wie, du kannst es jetzt immer noch machen? So ist nicht. Aber allein ist natürlich langweiliger, keine Frage. Ach, ich weiß auch noch nicht. Ich bin auch einfach emotional dead, einfach hier, nicht nach dem. Weiß hier, Alter. Komm, Mann, Alter! Jo, willst du doch 6-mal die Like-Attacke machen eigentlich? Ich frage nicht bloß. Ah, ne, okay, was anderes. Roll, roll, roll. Okay, wir rollen gar nicht mehr. Ne, wir rollen gar nicht mehr. Weil irgendwo sehe ich es halt auch nicht ein, wenn ich so richtig aufs Maul kriege, dann will ich nicht wieder eine halbe Stunde wegkommen, um mich dann zu heilen, sondern ich will wenigstens irgendwo ein bisschen Damage machen. Und es ist halt noch unbefriedigender, einfach direkt zerstört worden zu sein, ohne einen Hit zu machen. Weil dann denke ich so, Alter, okay, hat sich halt noch weniger gelohnt. Der Gegner hat gar kein Damage und ich habe einfach 30 Hits bekommen, habe 7 Potions verbraucht. Und so, ja, ey, war ja befriedigend, der Kampf. So, ich wieder, okay, ich habe wenigstens 1000 HP Damage gemacht. Ja, wenig besser als nichts halt, ne? Es gibt öfter solche Runden, wo ich einfach nur am Rennen bin. Und einfach nur aus dem Wüt hier zum Beispiel. Ich krieg nur aus dem Maul, bin nur am Heilen. Und ich komme gleich zu mitten und treffe ihn gar nicht. Ja, das war klar, dass die Scheiße hier passiert. Abpiss dich hier wirklich. Oh, weg, weg! Weg! Alter, ja, mach's halt noch öfter. Ich die ausweichen will ich auch nicht. Alter, ja klar. Tim's legit. Meine Fresse! Roll! Ich hab schon mal hochgedrückt, ja. Dachte, ich schau's nicht. Mittlerweile kenne ich deine Moves ein bisschen, aber trotzdem ist oftmals einfach unlogisch. As fuck, Alter. Ach, fick dich doch, du alter Opi, wirklich. Ja. Jetzt doch haut, ne? Das ist der dümmste Scheiß. Ach, verdammter Mistroll. Jetzt haut nicht zweimal. Oh. Oh, der Piss geht wieder los hier. Ja, Mann, Alter, dieser dreckige Hügel. Ja, Alter, komm, fick dich doch. Okay, jetzt muss ich den Ult noch rennen. Ja, verdammte Scheiße. Ach ja, tritt wieder, genau. Komm, 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 komm. Ja, komm, schieß mir den dreckigen Kugel in den Rücken, genau. Ah, nee. Ich habe ja schon einmal Hochglück gehabt. Alter, wirklich, ne? Dieser Gegner ist so abfuck. Interessant, dass die Sonne da oben gut aber zu sehen ist. Bosch überlegt einfach bei der Schreindienerin Glut zu kaufen, alle die sie hat, aber von welchem Geld? Von welchen Souls, also, ne? Die 20.000, die ich hab, die liegen hier. Da könnte ich 10 mal Glut verkaufen, ne? Kostet, glaube ich, 2.000 bei ihr? Ich krieg zwar was ein Tag wieder für die 2.500, glaube ich, kostet sogar. Ja, ist okay. Alter, was macht der denn? Verdammte Scheiße, wirklich. Dann machen wir den Fokus an. Ah, okay, das ist so komisch damit zu spielen. Es ist so weird. Guck es an, damit zu moven. Kann auch immer irgendwie so teilweise komisch von oben. Ah ja, jetzt geht ja ein Dreck wieder los. Ganz vergessen, da war ja was.
Man kann Moven beim Pauschen trinken? Weiß ich gar nicht. Ich schaff's ja nicht mal die nächste Phase, ist ja die Sache. Ich schaff's ja nicht, ich hab ihn nicht mal halb down. Jetzt kommt die Phase? Wie random ist das denn, Alter? Verpiss dich doch mit deinem Dreck, Alter. Wie oft würdest du sie denn? Ja, mach noch öfter. Mach noch öfter, komm. Willst du noch 20 Mal deinen alten Stab da wählen? Verpiss, ja. Wie er mich da getroffen hat, verstehe ich auch nicht ganz. Weil ich ja unten stand. Komm, schieß doch deine scheiß Kugel endlich hier. Ich hatte mich nicht getroffen, Alter. Verdammt. Was? Oh je. Yeah. An sich, es ist gewöhnungsbedürftig mit der Fokusmethode, aber es ist machbar an sich. Na komm, heilen wir uns mal kurz. Wenn die eh nicht aufbrauchen. Ah, er macht so viel Damage mit seinen scheiß Hits. Alter! Komm, verpiss dich. Auch mal ein bisschen heilen, danke. Willst du Feuerball schießen eigentlich? Ach, du willst sie selber geben. Cool. Hallo! Alter! Ja, genau. Fühl ich. Viermal daneben gehauen. Viermal! Cool, oder? Oh ja. Cool. Ah, verreck doch einfach, du kleine Bitch. Wirklich. Ah, komm, schieß doch den Kuchen drauf. Komm. Ach, den Ult auch noch. Ich hab noch Getränke. Hallo, ich hab den nicht weggerollt, ne? Cool. Oh, ich hab übrigens noch gelebt. Warum? Ich hatte gerade kein Leben mehr. Nehmen wir jetzt 10 Minuten gegen ihn gekämpft haben, um ihn endlich jetzt in die Phase zu bekommen, sind wir ohne einen Hit zu machen, direkt gestorben. Das ist halt das, was so befriedigt bei diesem Fight. Nix. Gar nix. Monko sagen würde, ey, ich habe jetzt irgendwie einen Erfolg erzielt, weil jetzt habe ich einen Fortschritt gemacht, den ich, soweit ich den noch nie, nein. Hast du irgendwie nie. Ich zumindest nicht. Das ist auch immer so unnötig, wenn er einen einfach schon direkt beim Rennen. Ach komm, lass mich doch wenigstens mal der scheiß Soulzone, wirklich. Ach du dummer Kackgegner, wirklich. Hack mich bitte einfach nicht ab. Du aller OP. Jetzt geh nach vorne und. Ja, okay. Ist ja okay. Verreck. Alter, verreck einfach. Ich roll übrigens, aber er will nicht rollen. Das war es schon wert, sag ich mir. 58 damit. Ach komm, hau noch öfter daneben einfach. Und beschwörst du dir jetzt hier so eine Dreckskugel herum und rum? Jo, ich wollte übrigens rollen, ne? Will ich nur dazu sagen. Ja, ist ja okay! Er macht mal richtig dumme Moves hier in der Phase. Sicher. Oh, fick dich. Komm, wie die Hits einfach. Also, wie die. Der Schaum eigentlich zum Anfang getroffen hat. Jetzt eigentlich mal wieder herkommen. Ich hasse das, wenn du da vor der Wand stehst. Merkst du selber, oder? Wirklich. Das ist zu dumm. Um ihn rumrollen. Die Kameraführung, Alter. Die ist super dumm. Ah, ja. Das sieht das wieder aus. Komm. Ah, ja. Was ist ein Wann gibt's diesen Angriff? Ah, wow. Chill.
Die ist ja gewölbt, ist die Steuerung an ihm vorbeigelaufen, weil die Kamera hat komplett sich dreht und da ich die Steuerung wieder sich erinnert. Okay, Glück gehabt. Ja, jetzt haut er wieder, tritt er wieder. Ach komm, wirklich. Hau ab! Ah, oh, meine Fresse, ja, komm. Willst du mir jetzt nicht? Okay, wollte ich mich beschießen. So, jetzt aber komm. Ich drück auf Rollen, jetzt juckt die wieder. Alter, wie viele Angriffe noch auf Rollen drücken, bis du irgendwas machst. Oh mein Gott, wir rollen dann schon mal im Kreis, wir rennen schon mal im Kreis. Ich habe übrigens wieder vorhin gerückt, ne? Oh ja, aber es ist ja nichts Neues. Das fuckt mir aus, aber ich drück auf Rollen, er macht gar nichts. Wenn man auch wieder eine halbe Stunde braucht, bis er anfängt zu rollen. Ich will 20 Minuten wegrollen, dass ich eine Potion nehmen kann. Danke. Okay, cool. Alter, er hat mich wieder getroffen. Oh mein Gott. Heilst du nicht? Du kleine Fotze, du heilst dich jetzt hier nicht, Alter. Ich finde da. Was? Zum Fick. Ach ja, komm! Er trifft. Boah. Ja, wenn er mich einmal trifft, wird's ihm schwer, egal, weil ich weg bin, wenn ich trotzdem weggekommen wurde. Finde ich geil. Finde ich cooles Feature, Dark Souls. Finde ich cooles Feature. Mach den Fight noch fairer. Und wenn ich direkt eben dran stehe, ich kriege direkt zerstört, ist okay. Ist irgendwo ein bisschen fair. So, das ist einfach, ja, ach komm, dreht wieder rum, du dumme Pisser. Ja, genau. Ich finde da Dschungel nicht. Was zum Fickreff? Was solltest du schreiben? Ich kann damit nichts anfangen. Also ich habe das Gefühl, das scheint so zu sein, wenn diesem Fokus kämen wir ihn öfter in die zweite Phase, in der Stufe. Aber es ist dann einfach halt ewig lang, die Fights. Aber bis jetzt haben wir den zweimal so gemacht, ne? Und wir haben zweimal ihn in die zweite Stufe bekommen. Gut, erstmal muss ich meine Souls sammeln, bevor ich irgendwas anderes mache. Ich habe schon überlegt, ob ich einfach liegen lasse und einfach mir den Struggler spare jedes Mal jetzt noch. Aber das sind 20.000 Souls und ich würde sie irgendwie schon gerne haben. Aber wenn der Bock 100.000 bringt, dann weiß ich auch nicht, ne? Dann ist einfach. Eine Nase juckt! Ach, Duschgel, Alter. Ich hab's zweimal falsch gelesen. Ja, jetzt mal nö. Ah ja. Ich würde sagen, es handelt, dass ich wieder nicht ausweichen kann. Finde ich auch. Die Attacken finde ich am besten. Mann! Warum findest du das so? Du bist umgezogen. Ja, gut, okay. Den wirst du mal mit Seife duschen. Mit einem Stück Seife oder was? Was hast du? Flüssigseife oder ein Stück Seife am Waschbecken? Dann wirst du mit damit duschen müssen. Geht auch. Also, why not? Geschirrspüle würde ich jetzt nicht unbedingt nehmen. Weiß ich nicht. Aber so Handseife geht safe. Also das ist ja nicht das Geilste, aber geht garantiert. Du kannst ja auch mit Duschgel die Hände waschen. Wenn du keine Seife zum Händewaschen hast. Also. Vielleicht unbedingt auf Dauer, aber. Was soll dagegen sprechen? Wenn's deine Füße gut riechen bringt, ja? Zum gut riechen bringt. Dann meine, das ist für die Hände allemal okay. Okay. Hallo! Meine Fresse, irgendwann hört es auch mal auf, lustig zu werden, Dark Souls, ne? Ja,
Ja, ist okay, Dark Souls. Ah, jetzt sieht der Scheiß aus. Alter! Wie der dich getroffen hat, verstehe ich auch nicht. Okay, cool. Hm, jetzt wieder mit dem Kacke da, ne. Nervig. Ich habe übrigens auf Rollen gedrückt. Hat Dax nicht interessiert. Mal wieder. Und das Scheiße, hört einfach auf mich zu nerven, Alter, OP. Oh fuck. Ah, scheiße. Ich bin dead. Aber wie ich das überlebe, weiß ich auch nicht. Cool. Mein... Oh. Alter! Wie oft soll ich noch auf Rollen kloppen? Er heilt sich, der kleine Ficker! Wird... Oh mein Gott. Auch noch auf sein Leben nehmen. Fuck, Gift. Oh mein Gott. Wie lang willst du brauchen? Antwort, ja, Alter. Meine Fresse, fick dich doch einfach. Du kleiner Bastard, du Kallo. Ich komm nicht mehr, mehr zu wegrollen. Oh ja, weggekommen oder einfach. Ich kann eine Rolle machen, dann krieg ich krieg zwei Hits. Kann eine Rolle machen, krieg wieder zwei Hits. Weil es ist doch... Abhandseife, Buttermilchgeruch. Buttermilchgeruch? What the fuck? Wer denkt so, Alter, Buttermilch ist das was Geiles? Das ist einfach. Also, ich. Stell ich mir überhaupt nicht geil vor, ne? Also, gibt ja so Honigseifen, die nach Honig riechen, so okay. Manche Leute fühlen die Ultra so oder was Fruchtiges, aber Buttermilch? Alter, es ist einfach, als wenn ich Seife mache, die nach Wischwasser riecht, so. Geil. Nach Wischwasser oder Motoröl oder so. Wow. Der Duft, den die Menschheit braucht, obwohl. Motoröl könnte ich mir sogar vorstellen, dass irgendwelche Leute aus Gag oder so als Scherzartikel, Boomer-Geschenke, sowas wirklich verkaufen und kaufen würden. Safe. 100%. Ich bin mir sowas so sicher. Safe gibt es Seife, die nach Bier riecht. Oder Bier so gelblich ist und so nach Bier riechen soll. 100%. Also wenn es das nicht geben würde, würde ich nicht an die Menschheit glauben. Sowas von. Ich, also, ne? Das ist so boomermäßig, das muss es geben. Ja, komm. Oh, nice, er hat verkackt. Aber ich war verkackt. Ah ja, ui, Bär. Hallo, ich komme gleich mehr zum Rollen. Was hast du denn? Buttermilch. Alter, Buttermilch ist einfach so neutral, Alter. Das ist so wie ein Stück, an einem Milch ist so. Milch hat so einen sehr schwachen Eigengeruch. Ich meine, wäre auch schlimm, wenn es so hart irgendwas riechen würde, so. Ja. Weiß ich nicht. Also ich finde so von den Gerüchen, die es so in der Küche gibt, Milch so am langweiligsten. Wenn es sowas geben würde, eine Seife, die nach Bacon riecht, Alter. Boah, ich wär sofort dabei. Ich wäre sofort dabei, ja. So nach angebratenem Bacon. Definitiv, aber Milch, Alter. Das wäre so, als wenn eine Seife nach Nudelwasser riecht, so. Das ist halt ja langweilig, so super langweilig. Und nach Butter. Und Butter geht... Ist nicht so ungeil wie Nudelwasser. Das Sahne riecht auch fast nach fast nix halt, ne? Also, literally Buttermilch oder irgendwas anderes noch drin? Weil so, in Kombination kann ich mir irgendwas vorstellen, ist irgendwas, keine Ahnung. Türkische Buttermilch oder sowas als Geruch. Aber nur Buttermilch? Weiß ich nicht. Ach komm. Ich liebe es, wenn mir den Rücken haut. Ich hab meinen Zweier-Modus gar nicht an. Doch dumm. Über so wenig Damage bei dem Boy. Naja, wen doch mal schon 100 Damage mehr hat immer. Ja. Was? Ne, ich muss jetzt mal ein. Das geht vor. Ja, Aroll!
Entweder macht er das Schwert oder zum Schwert die Kugeln. Ah, er Schwert. Ah. Ah ja. Ja, beide Attacken getroffen. Gute Sache. Warte, ich bin mal ausgewichen. Das war gut. Hat echt gut sich gelohnt, oder? Oh fuck. Jetzt geht das los. Jo, weg mit Dad. Ah, keine Chance, oder? Ah, ich hab's überlebt. Was ist denn da los? Ja, Zeitmodus macht halt deutlich mehr Damage. Man merkt es schon richtig. Krass. Weiß gar nicht, wie leicht ich die Chance habe. Ah ja. Die ist, wenn ich hier nichts mehr tot bin, treffe, ne? Ich kann mal einen Bossfight schlecht lesen. Denn er macht gerade welche Affenmoves wieder hier. Das hier. Ah ja, und ein Lanzer da auch noch. Langweiliger Spießer. Ich habe nichts zu lesen. Das ist eine lange Nachricht jetzt. So, davon sehe ich, darf keinen einzigen Hit von mir bekommen. Von dieser Ultra-Attacke. Von der nicht. Von der schon. Aber von der nicht. Ah, jetzt packt er mich. Cool. Genau. Keine Ahnung, ob noch was anderes drin ist. Hab nur Buttermilch gesehen und dann war es schon gekauft. Okay. Also ich habe dir gerade jedenfalls welche reale Chance hatte in der zweiten Phase, weil wenn er diese Combo verkackt und er sich trifft, dann haben wir einen guten Moment, ihm eine 1 Wert zu geben. Und was er mal letztes Mal schon meint, er hat weniger Leben, also er ist schneller down und wir haben eine größere Chance, irgendwas gegen zu machen. Pep. Hallo, hallo, vielleicht bräuchte eine Hilfe, Fab, ne, bei dem Gegner. Ich sterbe innerlich gerade. Wirklich, es ist jetzt der. Ich bin 63 Mal bei diesem Gegner schon gestorben. Wirklich. Es ist. Ungelogen. Ich habe bei 400 angefangen, ne? Letzten Stream. Ganz hinten aufs Maul gekriegt. Diesen Stream ist jetzt auch nur. Bei dem. Wie bei dem nicht? Der ist ultra abfuck, Alter. Mann, ich hasse diesen Gegner. Er ist so ein Hurensohn. Der. Wirklich. Ich hasse ihn, er ist so random in seinen Moves oftmals. Was. Also in seiner Verwandlung ist es so random. Man muss direkt in den Speer. Mal macht er diese Magie gar nicht. Und es ist so abfuck einfach nur. Ja. Und diese scheiß Berge immer nerven mich ultra. Ja, irgendwie immer so zum Nachteil. Oh. Kleiner Pisser. Kriegst du aus dem Maul. Letzte Boss im Hauptgame. Das letzte Boss im Hauptgame? Okay, das ist ein bisschen Motivation für mich wenigstens. Das motiviert mich. Die hat ja getroffen, weiß ich auch nicht. Dann ist okay. Alter! Wie ich dachte so, Alter, Bruder, gute Idee. Gute Idee, erstmal einen Tritt zu machen wieder. Ich hasse das so. Alles gut. Aber das letzte Boss ist, verstehe ich, dass ich hilfst. Alter. Noch ein Grund, das nicht aufzugeben. Ich sag Dark Souls, ich hab Dark Souls zerstört, Alter. Oh Gott. Oh mein Gott. Ich hab mein Gefühl, dass wir doch nicht getäuscht, dass das Spiel fast Ende ist. Ah ja. Einer Pisser. Ja! Ja, ja! Wir sind so eine Phase, wo man einfach nur ewig am Wegrennen ist, sich heilen, wegrennen, heilen, wegrennen und einfach nichts schafft. Dann bleibt nur noch eine Frage. Willst du den letzten optionalen Endboss noch gern? Mit dem helfe ich dir gern. Die Frage ist, ist es sinnvoll? Also das DLC spiele ich auf definitiv nicht. Dafür habe ich mich schon entschieden. Das ne. So ein Fan von Dark Souls bin ich jetzt auch nicht. Ich sage, Alter, ich spiele das DLC. Aber... Immer, ich hab's höchstens durchgespielt. Das ist schon ein bisschen schon sehr viel wert. Echt, echt, wenn ich so weit überhaupt komme. Von daher.
Der Story. Die Story habe ich eh nicht verstanden. Die Story habe ich absolut nicht verstanden. Weil ich einfach, weil die Wörter teilweise so weird sind, was die da sagen, und ich einfach mit dem Lesen gar nicht hinterherkomme. Und dann, wenn du das dritte Wort dann verstehst, weil du gar nicht so schnell hinterherkommst mit Lesen, dann bringt die Story da auch nichts. Denn ich bin komplett raus, sorry. Weil irgendwelche Aschefürsten und irgendwelchen Thron und, ja, keine Ahnung. Irgendwelche Boys. Und jetzt ist es ein anderer Boy und, ja, I don't know. Ich camp einfach hier und versuche ein bisschen nicht ultra getriggert zu sein. Das ist alles. Aber auch gut, wenn du nach dem aufhörst. Jetzt hab ich überhaupt gematcht eben? In Run, ich weiß gar nicht. Habe ich eigentlich Ethos-Scherb oder Undead Bound Pieces noch nicht gesammelt, weil ich habe 14 Flakons jetzt und Stufe 7 davon. Wahrscheinlich habe ich ein oder zwei Sachen bestimmt übersehen, oder? Weil das macht es natürlich auch ein bisschen einfacher, wenn ich halt meinen Lebenstrank mir ein bisschen mehr Leben gebe, oder ich einen Trank mehr habe. Natürlich eine geile Sache halt, ne? Oh, bad. Ich deck meine ersten Naps, wenn er dann, weil da habe ich noch nicht auf die Karten geguckt. Fuck. Was mache ich für Scheiße ab? Muss man das Haut spawnen. Wie viel hast du denn? Ach, du hast DLC gespielt, da ich wirst du, das nicht mehr das gleiche sein bei mir, ne? Ah, cool. Nicht gespielt? Ach, feg dich doch, Opi. Ja, ne? Jetzt läuft sie da absolut gar nicht mehr. Jetzt läuft sie noch schlechter als davor. Ich habe in beiden weniger und höheres Level, aber trotzdem durchmarschiert. Ja, oh, I don't know. Also Darkness fuckt mich in vielen Sachen einfach ultra ab. Kann sein. Einfach diese sinnlose Steuerung besser verstanden, weil in vier Punkten frage ich mich einfach, Alter, was soll das? Das ist einfach nur stupid. Die Entscheidung, die sie mich beim Steuerung sehen, einfach so gedacht, ah ja, 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 das ist eine gute Idee, das ist eine gute Idee. Dass vorwärts drücken und schlagen, treten ist, das ist eine gute Idee. Dass man sich ausschalten kann, war der größte Genius-Move von ihm bis jetzt. Also ich muss sagen, bin ich echt, ne, großer Fan von. Ich finde cool, wenn ich die gerne treten kann. Das nichts bringt, mag ich am allermeisten. Okay. Ob ich das jetzt machen konnte und... Hatte ja nicht ganz, aber ich freue mich. So, jetzt... Ach komm. Cool, danke. Danke für den Hit, mag ich. Danke für den noch fairen Hit, wo ich nicht mal da ausweichen kann, weil er direkt... Oh, ey, ich bin seitlich weggerollt und er hat sich trotzdem direkt nicht getroffen. Also ich hätte keine Chance gehabt. Und wenn es wirklich... Was? Und wenn du wirklich sagst, nee, kein Bock mehr, helfe ich dir aber... Setzen wir jetzt mal. Ah ja, das ist gut, Chap. Ja, ich probiere es noch. Ich sag mal, spätestens wenn ich die 500 voll habe. Also wenn ich die 100 Tries habe, dann drehe ich ein und sage, okay, ja, dann spätestens würde ich sagen. Und dann habe ich jetzt nur eine Menge Versuche Zeit. Weil ich hatte ihn. Da warst du, war das echt schon ganz gut. Da habe ich ihn zweimal in die zweite Stufe gekriegt und hatte ihm auch schon ein paar Hits gegeben, was so vielleicht ein Viertel von seinem Leben gefehlt hat. So, Alter, ich mach Progress hier, aber irgendwie, warum auch immer, ich weiß nicht wie lange, habe ich, mit Schild gekämpft. Ich weiß nicht genau, wie lange ich da schon gekämpft habe. Warum dauert denn die Kämpfe so lange? Ja klar. Wenn ich halt 130 Schaden weniger mache pro Schlag, und das macht sich irgendwo schon mal merkbar halt, ne? Wenn ich nur 220 oder so mache, dann mache ich irgendwie 80 Damage mehr oder sowas. Anstatt 300. Macht sich bemerkbar auf jeden Fall. Für 290 mache ich einen Damage. Ach was mache ich denn schon wieder? Warum tank ich denn schon wieder? Aber ey, du hast dann dein erstes Dark Souls zurück. Und mein letztes Dark Souls. Wahrscheinlich. Also, wenn sie die Steuerung nicht irgendwo bearbeitet haben, dann wird es mein letztes Dark Souls sein, weil das ist einfach das, was mich am meisten stört, ja. Das ist das, was es einfach so unglaublich arschig macht. Für mich. Ich kann Sachen, die mich massiv stören nach Steuerung, nicht anpassen. Und das ist halt oft die Fehler, die mich halt dann in den Tod stürzen halt hier. Dann sehe ich halt einfach weiter keinen Sinn für mich, wenn die Steuerung genauso abgefuckt ist wie davor und ich da einfach nur reinscheiße, nochmal irgendein Dark Souls anzufangen.
Tatege ist ein Schwert. Naja, warum, Alter? Guck mal, warum ist das möglich? Jetzt zittert er nicht. Geil. Da. Warum gibt's das? Warum gibt's diesen Scheißtritt? Gut, vielleicht liegt das einfach daran, weil ich einfach sonst mit Controller spiele und eine andere Art habe, wie ich mit Controller spiele, als so Main Playstation Spieler, was auch immer. Oder die auf dem Controller spielen und dadurch mir das einfach mehr aufstößt. So, kann auch sein. Heute ist auch einfach die Tastaturbelegung besser im Hinsicht auf diese Kombination. Weiß nicht, ob es für Sprint eine extra Taste gibt zum Beispiel. Auf Tastatur, keine Ahnung, ob das die gleiche Taste ist wie Rollen. I don't know. Das würde vielleicht auch einige Probleme für mich lösen. Aber ich steige jetzt nicht im letzten Bossfight auf eine Tastatursteuerung wieder um. Das fällt aus. Ich glaube, dass das absolut sinnlos ist. Das ist einfach Zeitwaste, denn. Wir können aber 30 Stunden spielen, bis ich die Steuerung einigermaßen mit drin habe. Komm, scheiß drauf, ich glaube, ein bisschen rein, ja. Okay. Das war knapp. Wie gibst du mich selber den Feuerball? Was ist da los? War es wert. Das ist wert, das ist okay. Ich könnte aber gut damagen. Aua. Hier, komm. Ach komm, fick dich doch. Ich bin an die Nase gespuckt, Alter. Haben wir mal schaffen. Mindestens kann ich durch Roll die Hindernis gefunden worden, das ist gut. Oh, jetzt geht das los. Obwohl, das ist so ein Speer, oder? Das ist nicht... Ah, ja. Ah, ich habe Bäume gedrückt, hat nicht gezählt. Egal, komm. Ich glaube mir rein, komm. Oh. Kleine Fotze. Hau rauf, danke. Ich löse Treppe, wenn ich hier gestorben bin. Und das war nicht der, der mich treffen muss. Den muss ich aber nicht treffen. Das ist das Gefährliche. Oh fuck. Der ist die Move. Okay, jetzt, ich bin erstmal. Hab ich geschafft, den auszuweichen. Bin der Bitch. Aua! Jetzt geht's los. Fuck. Doch nicht. Ja, das ist der. Dieser Finisher-Move. Kommt er? Das ist er. Oder? Ich kann ihn noch nicht einschätzen. Ich weiß nicht, wann er kommt. Oh, jetzt geht er. Gottes Willen. Wann macht er den? Wann macht er den? Wann. Jetzt, oder? Hä? Jetzt. Ah, fuck. Scheiße. Oh Gott. Ich hab sogar einen relativ guten Try, finde ich, ne? Was? Ja, genau! Was war das denn? Oh. Ich hab dort echt einen guten Try. Aua! Fuck. Wird passiert beim schweren Waffen, wenn du zu nah stehst. Damit du dich durch ihn durchschlägst. So viel erwartet. Meinst du, ich habe mehr Chancen? Ich kann die zweite Phase nicht einschätzen, weil ich habe die zweite Phase so fünfmal gespielt und von den fünf Versuchen bin ich dreimal instant gefinished worden. Das ist das erste Mal, dass ich wirklich so die zweite Phase, die zweite Stufe besser kennenlernen konnte und so gucken konnte, was da angefahren hat. Also das ist wirklich. Ich dachte immer, also sonst hat er immer andauernd diese Ultra-Kombos gemacht und ich, ne, spätestens am zweiten Mal, als ich die Kombo gemacht habe, ich reingeraten und dann war ich direkt tot. Aber ein Fall macht er die nicht so oft oder ich weiß nicht, ich habe noch nicht gesehen, wie es aussieht, wenn er die andeutet, dass ich es früher erkennen kann, weil einen krieg ich gedodged noch, obwohl er stunt relativ stark in der zweiten Stufe. Was für ein Dodge-Shit? Roll mal und gleichzeitig. Okay. Das?
Die Sache ist, das passiert nicht, wenn ich so in einem dran bin. Einfach, wenn ich den Stick nach vorne drücke und schlage, dann mache ich diesen Tritt. Aber muss wirklich, ich muss zeitgleich machen, das Ganze. Der macht das, dann nicht. Dann nicht mehr. Also es ist so super kleines Seven, um diese Attacke zu machen, und ich löse es halt trotzdem manchmal aus. Das ist halt nervig, manchmal relativ oft sogar. Du kannst aus den Attacken rollen, aus den... Das wusste ich noch gar nicht. Also egal, auf den Hit. Boah, jetzt haben wir meine Souls wieder haben. Warte mal. Ah, nee. Hat doch nicht so viel Damage für mich, oder? Nee, ja, und wegrollen. Hallo! Das ist halt auch so dumm, dass sie sich nach dem Stun noch meinen letzten Move merkt. Also wenn ich Angriff mache. Sagst du, maybe gibt's andere Prioritäten, wenn ich gehittet wurde und gestunt wurde, als nochmal zu hauen. Maybe. Ganz vielleicht. Aber das ist so eine Sache für sich. Oh, jetzt hast du richtig reingeschissen. Boah. Aua. Roll, 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 roll. Ein kurz. Gut. Ah, scheiße, ich wollte eine Rolle immer machen, aber. Ja, genau! Du dumme Fotze, willst du den nochmal heilen eigentlich? Ja, jetzt geht's wieder los. Mann, wie oft würdest du das denn noch machen, die Combo? Ekelhafter Bastard. Was zum Fick? Was ist da gerade passiert? Ich glaube, ich hab ihn bei seinem Hit angegriffen, ne? Okay. Ne, diese Rollkombo habe ich nicht ganz. Also, ist ganz interessant, aber. Man muss ein bisschen lernen. Hallo, Dark Souls! Oh ja, genau. Schieß der dreckigen Scheißkugel doch endlich mal ab, danke. Oh komm, verpiss dich jetzt. Oh ja, voll weg, genau. Ja, fair. Mach noch, ja, mach noch neu, klar. Gar kein Problem mit. Gar kein Problem mit. Na, ah, ich dachte, ich kann jetzt tanken. Nein, nein, natürlich nicht. Natürlich nicht. Ja, komm. Hallo. Wie konnte dieser dicke Strahl aus ihm rausgeschossen kommen? Er hat nicht mal den Stab gehoben. Das hat gar keinen Sinn gemacht. Ich krieg noch sowas mal und dann sticht er daneben. Weil ich rolle? Also, das ist. Nur nicht rollen brauchen da. Sonst krieg ich was Maul, wenn ich nicht rolle. Und jetzt einmal Glück gehabt. Und dann rolle ich. Naja, was soll's. Ist ja schlimm. Bin Schlimmeres gewohnt von dem. Ist er hier schon. Die mir sparen können. Die Rolle zu machen. Roll, 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 roll. Danke. Und die krieg Maul. Ich hab Glück gehabt. Schön. Und gestunt. Fick dich. Cool. Look at that. Ja, ist ja okay. Einer, ich bin tot, Alter. Und weil ich noch mehr an Watt kämpfen eigentlich? Oh cool. Fick dich hier. Geile Bitch.
Hallo! Meine Fresse. Klar. Natürlich. Natürlich. Na klar. Oh ja. Warum macht der nicht? Ja, noch nerviger kann man nicht mehr, oder? Ich hab noch 10 Heil drin gerade, aber ich sehe ganz zum Anschlag, kann ich vielleicht schaffen, oder? Was hat denn mein Loot? Ich habe jetzt mal wirklich keine Chance, wir haben relativ viele Heiltränke. Wenn man sich ganz zum Anstellen, dann was wir wirklich noch schaffen. Ja, das ist die Attacke. Sie sieht aus wie dieser schwere Hit immer. Macht keinen Sinn. Ja, ich glaube, wenn er mich mit dem trifft. Dann macht er erst weiter da, oder? Komm, fick dich. Bin ab. Pisser. Oh, fuck. Ich darf nicht so viel riskieren. Nur heilen. Aua. Boah. Pisser. Jetzt macht er den. Ja, genau. Oh fuck. Sehr gut. Oh ne, aber es war's wert. 600 Damage was zu machen. Wir sollten heilen. Sie hat nicht gezählt, sehr gut. Darks hat mir ein bisschen gegönnt, Alter. Da bin ich richtig hohen Puls. Weil ich die reelle Chance auf Fight ist irgendwo zu schaffen. Oh, es ist jetzt aber nicht gebufft. Hallo? Ich möchte gerne fokussieren! Oh, Glück gehabt. Alter! Yes! Oh je, er tritt. Jetzt fängt Untergrund an. Pick dich! Helle Bitch! Oh Gott! Oh, mein Puls, Alter! Fuck, ich hab richtig. Alter, ich hab richtig Herzrasen. Alter, das war so ein guter Try. Es war so ein geiler Try. Ich hab schon gerollt, mehr konnte ich nicht machen, Alter. Fuck, ey. Naja, auf dem Berg stand, Alter. Das war so ein guter Try, ne? Richtig Herzrasen. Meine Fresse. Ah. Ich würde gerne zu Schreinlinie gehen und mir mehr Glut kaufen. Aber vor welchem Cash? Jetzt müsste ich irgendwo hingehen, erstmal Cash farmen oder Souls. Das ist halt doof. Vielleicht habe ich jetzt noch 7 Stück oder so. Wenn es der letzte Gang ist, den ich für mich angehe, dann wäre es okay, dann kann ich auch einfach... Fuck, Alter, jetzt... Dann könnte ich auch nicht verbrauchen, weil für was soll ich es immer aufheben, aber... Mal gucken. Schau ich mal spontan im Fall jetzt, wie gut ich mich anstelle. Und wenn ich brauche nicht, weil ich noch 3... wie das bekommst übrig habt, dann auch in der Loot zu nehmen, in die 2 Schiffe zu schaffen, das macht keinen Sinn. Aber wenn wir für Darks werden, dass sie zu spät auf Rollen drücken und da kannst du dich denken, ne, Bruder. Nö. Dann war jetzt nicht 17 Sekunden früher, sondern nur 16,8. Das zählt jetzt nicht. Ach komm, fick dich. Moment, wo man wieder gar nichts haben. Ich habe keinen Hit gemacht, habe nur aus dem Maul gekriegt, habe nur irgendwo versucht auszuweichen. Und das sind halt die Momente, die halt wieder ultra hart demotivieren, weil du hast ihm gar keinen Hit gegeben, er war richtig aggressiv in seinen
angriffen, so. Und hatte irgendwie keine Ruhe gelassen. Das hat dieses Ekel, weil dieses, das Skelett einfach so unnehmen ist. Wäre es ein glatter Boden, deutlich angenehmer, weil oftmals einfach dadurch, durch den Unterschied, trifft er öfter seine Hits so und ich so, naja. Ich gerade eher selten in das andere Bereich, dass er mich mal nicht trifft, weil ich den Positionsvorteil habe. Ich weiß nicht genau, wie es am besten ist, aber wenn er oben steht und ich unten, weil er relativ unten, also jetzt auf dem Bürger steht und ich hier stehen würde, würde er mich nicht treffen, aber. Ja, genau. Ah, er wird doch offen. Scheiße. Ich darf wieder auswählen oder weiß ich auch nicht, aber okay. Ja, was zum Fick? Ich kann ihn. Oh ja, haben wir ein bisschen in den Rücken. Ist okay. Ist nur fair. Würdest du mich eigentlich vergiften, kleine Bitch? Was war das denn? Der ist über den Boden gerutscht, Alter! Du hast gesehen, der hat mich im ersten zum Beispiel nicht getroffen, weil ich irgendwo diesen Höhenunterschied als Vorteil gerade hatte. Was passiert super selten? Eher andersrum. Das ist wichtig, noch der ist. Roll. Ich hatte den scheiß Zauberstein. Ja, ja, das war klar. Nun pack den dreckigen Wichskugel hier weg hier. Eine Potze. Ja, komm! Da kommt man noch. Ja, ja. Scheiß drauf. Ach, er rollt wieder weg. Ja! Wie oft kannst du das machen, Alter? Die Kugel kommt auch aus nicht, aber die muss er gar nicht mehr beschwören. Finde ich gut, dass du den einfach jetzt vor Free bekommst, einfach ohne irgendwo da das kurz zwischen den Stab zu heben. Da, kommen wir aus nichts mittlerweile. Finde ich cool. Finde ich toll. Mag ich. 10 von 10. Ja, ist okay. Was war das denn? Das war wieder super komisch. Er springt seitlich weg. Macht keinen Move mit den Armen. Und ich krieg trotzdem Damage. Und nichts trifft mich. Also der Falker ist echt ein bisschen verbuggt, habe ich das Gefühl. Er mit dem Speer ist so komisch auf den Knien über den Boden gerutscht. Und komplett in meine Richtung, obwohl ich an dem Schreck vorbeigerollt bin. Also manchmal ist er echt weird. Nö. Na nö, ach, zieh euch ein. Dich jetzt, wenn du zu buff bist, gegen dich jetzt irgendwo zu fighten. Nö, ich verpiss mich jetzt hier. Lass den Buff schon ablaufen und dann kannst du dich verpissen. Dann mach dich fertig. Ja, ich hab Zeit, mein Junge. Ja, ich hab Zeit. Jetzt sehe ich es wieder ein, gegen die zu kämpfen. Rollen gedrückt. Na, ich heile mich kurz nochmal. Oh, da gibst mir die Zeit hier. Nochmal Kugeln, cool. Noch aggressiver kann man nicht spielen, oder? Also wie oft macht er diesen Move denn, Alter? Okay. Noch geholt. So, hat er Maul. Ist er. Weil deine Waffe... Was? Ich kann es nicht lesen, ich muss mich auf Fight konzentrieren. Ach fuck! Weg! Ah, ist vorbei. Also ich bin nicht voll, ich überlebe es knapp. Gib mir kurz die Ruhe, möchte mal kurz zu heilen, danke. Aber ich nehme einen Potion. War zu viel verlangt. Ich hab zu viel verlangt. Ja, ist okay. Ach komm, du springst hoch und ich kann... Ne? Er springt über meinen Hit rüber. Wo sind wir denn, kleine Bitch, Alter? Weil deine Waffe, Bleeding Damage macht, kannst du ihn brechen. Achso, wenn er dann seinen Verblutungseffekt bekommt, weil ich auf den Ritter kriegte, hat er diesen Verblutungsstatus und dann ist er kurz Sand. Verstehe, also wie schnell genug in deiner Hütte. Und dieser Blutungseffekt bleibt nicht auf ihm drauf, oder dass er kontinuierlich Damage kriegt? Ach ne, Blutungsdamage, also der Balken läuft einmal ab und dann kriegt er nochmal Damage. Irgendwie das ist nicht über Gift, dass er kontinuierlich Damage kriegt. Das wäre ja da, das wäre geil. Aber glaube ich, Gift skaliert nach Dings, oder? Nach Leben, also wenn du mehr Leben hast, kriegst du auch mehr Damage. Habe ich das Gefühl? Oder ich sagen, weil es unterschiedliche Vergiftungen gibt. Es gibt da zwei verschiedene. Weiß nicht, wie die heißen. Habe ich mir das Souls gar nicht eingesammelt? Weiß es gar nicht. Jetzt muss gar nicht liegen. Wo liegen meine Souls? Da wirklich. Habe ich sie nicht eingesammelt? Ich weiß es nicht mehr. Ist da hinten nicht gestorben? Ah, da hinten liegen sie. Ja, genau, an der Tür. Boah, die gar nicht so weit laufen müssen. Aber immerhin. Der Damage bekommen wir jetzt, also alles gut. Na, treffen ruhig, klar.
Meine Fresse, du kleine Fotze! Hatte mich drauf, das ist gut. Ich will zu viel. Blöd, Alter, warum? Mann, ich kann es mich endlich so einfach los und mich loszuhören, wann nicht. Ja. Hallo, meine Fresse, ich hab auf Rollen die ganze Zeit gedrückt, aber nein, weil ich falsch auf den Hit gedrückt hab, noch alles hat er gemacht. Dann heilen wir erstmal. Also, ich will nicht wieder an der Wand hier kämpfen, bis das ist scheiße. Oh, okay, hat nicht getroffen, muss ich nicht ganz verstehen. Ach, weil ich damit weggehe, denn der Fokus weg? Was für ein dummer Scheiß. Jetzt komm doch her, du dumme Fotze! Meine Fresse! Verpiss dich. Ja, genau. Cool. Dass ich gar nicht mehr wegrennen konnte. Wie auch einfach nicht nach vorne gelaufen kam, ne? Nee, Bruder! Nee, alles gut, ich chill in der Ecke hinten. Finde ich cool, ich mach ganze Zeit Long-Range-Angriffe, weil du kleiner Bastard bist. Hat du nicht angesehen, irgendwo herzukommen. Und wenn im Ultra weg ist, habe ich das Gefühl, man kann viel schwerer seine Ultras weichen. Weil natürlich sich weniger drehen muss, um mich dann zu treffen. Vom Radius her. Ah. Cool. Ich mag den ja. Ich mag den. Ja. Finde ich cool. Warum machen wir da jetzt meine Souls da liegen? Macht wenig Sinn, oder? Ich bin weiter hinten gestorben, aber ist okay. Achso, jetzt ist okay. Okay. Aber die. Oh, erstmal ein bisschen Damage hier. Profi. Den Hit gehe ich gerne einfach, habe ich einfach 800 Damage gemacht. Das war das Bleeding, was fett. Ach komm! Das war close. Oh, muss ich mal ein bisschen gönnen, was falls. Mit Vorteil. Cool. Deine dreckige Wichskugel nicht mehr. Ach komm, ja. Ich hab nicht getroffen, weil du mich geht. Das ist okay. Dann kann ich leben. Soll ich wegspringen? Jetzt bin ich okay. Ich hab noch gewartet. Ach, Ult, klar. Mach! Cool. Er sagte 5 Versuche. Noch, dann bist du Mental Break. Nee, alles gut, Fab. Das nicht. Ich war schon am zweiten Try heute, war ich so drauf. Nach dem zweiten Try. Weil ich Bonus auseinandergenommen wurde, ne? Also, gab's ein kleines Hoch. Da, wo ich ging ja so richtig weit runter in der zweiten Stufe. Und jetzt bin ich an dem Punkt so, ich bin noch nicht am Tiefpunkt, aber ich bin auf einem guten Weg dahin, ja? Aber guck mal, wir machen echt gut Progress, ne? Wir haben jetzt den 26. Try gehabt, diesen Stream. Also die 50 Tries pro Stream schafft man schon. Ach fuck, ich hab die Serie nicht eingesammelt. Nochmal neu einladen. So. Also wenn ich jetzt Bonus zerstört werde, denn schon Mental Breakdown, aber sonst, nein, nicht unbedingt. Das Gute ist, wenn ich nicht ganz allein im Chat, also nicht ganz allein im Stream bin und ich irgendwo ein bisschen jemand habe, den ich reden kann, das hilft mir schon mal viel, dass ich nicht mit meinem Frust alleine bin. Das macht schon mal einen großen Unterschied. Ja, dann bin ich nicht alleine mit meinem Frust und dann kann ich mit dir drüber reden und alles gut. Das ist viel angenehmer. Das heißt, ich ohne Grund geteilt ist deines halbes Leid. Find's hier echt ganz gut. Da kommen jetzt noch ein bisschen ein paar Ults rumballern, hier, du kleiner Wichser, Alter. Ja, komm. Ich komm nicht zu dir gelaufen. Ja, guck, da geht's los. Macht absolut keinen Sinn, aber ist okay. Ja, man kann diese Ult nicht entkommen. Hast du keine Chance. Also, mehr als in die Richtung laufen kann ich halt einfach nicht. Ich stehe am anderen in der Arena, ne? Wirklich, wie lange er da rumgechillt hat, habe ich nicht verstanden. Hast du dich mal zur neuen Taktik entschieden, ja? Fotze. Ach komm, denn nicht. Ich muss wegrollen, ich hab kein Leben mehr. Nicht treten, du kleine Fotze! Cool.
Interessant, dass er dort auch Damage macht. In diesem Bereich, wenn ich direkt vor ihm stehe. Wenn er eigentlich den Stabbichbus von unten so ein bisschen gegenditscht, aber es ist gut zu wissen. Heißt, wir können diese Attacke eigentlich gar nicht direkt ausweichen. Also vielleicht ist es hier sinnvoll wieder dicht in den Ranzer, aber nö. Es hat. Ich mach mich direkt down damit. Du hast schon den Ring, ey, das. Nee, euch nicht. Ach, er heilt sich, die kleine Missgeburt! Ja, ja, ist okay. Aber ich hab's nicht geschafft, nicht vergiftet zu werden. Nee, ich hab einen Ring drin, der mir mehr Feuerresistenz gibt. Weiß nicht, wie viel Damage ich bekomme. Ich finde, das hilft mir viel mehr. Wo bin ich eigentlich so defensiv hier gerade? Nein, brauche ich hier auf den Buffin. Okay, okay. Klar, gibt's noch. Kleinen Feuerball! Dummer Ficker. Noch ätzenderen Kampf habe ich schon lange nicht mehr gehabt, Alter. Jetzt bin ich nicht mal da, wo ich in den Patte bevor sich geheilt hat, Alter. Oh mein Gott. Oder ich bin tot. Der hat sich einfach noch nicht lang gezogen, Alter. Ich habe ihn nicht mal da gehabt, wo er war, bevor sich geheilt hat. Er hat sich irgendwie so super viel geheilt. Weiß ich auch nicht. Ich kann ihn ablegen, die kann ich hier ablegen. Sie überlastet, bin ich überlastet, wenn ich ablege. Ja. Ich hab keine Ahnung, warum Equip. Mit der Feuerresistenz, glaube ich, ist das Beste, was ich mir jetzt noch da. Also ich finde, das macht schon deutlich Unterschied von dem, was ich in Damage bekomme. Ohne die wäre ich noch viel schneller und könnte ich in der ersten Phase gar nicht so krass tanken. Ich habe zu Anfang auch Uhren den gespürt in den Ring. Aber ich muss sagen, es ist deutlich angenehmer gewesen. Ich bin nicht so populär, aber es war irgendwie weniger Damage. War nicht mehr logisch, wenn er Branddash macht. Guck mal, wie er aussieht. Ich meine, er hat ein brennendes Schwert, seine Rüstung. Ach ja, fick dich! Ich kann nicht mehr als rollen! Okay, das ist jetzt. Also, war ich Mental Breakdown in 4 Toten theoretisch, ne? Mal gucken. Vielleicht schaffe ich es doch noch, mit Mental Breakdown dann zu haben. Ich setze mal einen guten Weg auf jeden Fall, denn. Hat sich gedacht, aber. Soll ich jetzt nämlich einfach so ultra abfangen, die kleine Missgeburt hier gerade? Wieder mit dem Heilen. Naja. Ich hab grad sehr weirde Gedanken, ja? I don't know. Gruselig. Irgendwelche Sachen. Also wirklich, soll ich sagen, Alter, boah. Hab keinen Bock, ne? Also wirklich so zu sagen, Alter, ne. Ich will jetzt irgendwas kaputt machen. Fast. Und das stimmt noch nicht ganz. Also. Ich hab noch nie mehr irgendwas kaputt gemacht, ja. Hab ich auch nicht vor. Ich auch nicht. Hab ich auch selber gedacht, Alter, was ist das für ein dummer Gedanke? Super sinnlos. Aber ich hab auch so den Gedanken, so einer in so eine. Weiß ich nicht. Den Controller in so eine hydraulische Presse zu packen, wäre sehr satisfying gerade für die Momente für mich gewesen. Alter, ja. Ja. Nö, das stupid Controller kostet super viel Geld, macht absolut gar keinen Sinn. Kurzsichtiger dazu, ja. Ja, für so eine halbe Sekunde befriedigen, aber ich sage, ah, das ist einfach super drin aus. Aber jetzt weg. Wenn ich darüber rede, jetzt wieder weg. Machen wir wieder Gedanke. Nein. Sag einfach Doran, ja. Der Boss ist sehr. Sehr. Behindert. Also, ne? Als der Counter bei 400 stand, habe ich angefangen gegen diesen Boss zu weit. Nicht in diesem Stream, aber in allen Streams zusammen. Also, das ist jetzt der 99 Tod, den ich bei dem Boss hatte, ja. Ich habe gerade bei 500, lasse ich mir von Fab helfen, ja. Dann habe ich 100 Tries bei dem Boss gehabt. Ich würde also eine Antwort sagen, ja, ich hab's genug probiert und ich war auch schon zweimal gut dabei, ihn zu killen, aber irgendwie habe ich dann trotzdem hart gesagt, weil ich irgendwie die Ultra weggekommen wurde. Roll weg!
Du hast eigentlich auch keine Idee. Für zwei jetzt machen? Alter, mach doch mal die ganze Move. Macht's wirklich? Also nicht ganz. Darf ich auch wirklich bitte heilen? Darf ich irgendwann bitte mal heilen? Alter, wirklich, ne? Bastard. Wollen wir jetzt direkt in die Phase gehen? Ich hab's gewusst, es ist ziemlich schwer. Ey, zuck meine Augenbrauen. Ich krieg eine Macke. Ja, 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 ist okay. Okay, Doktor. Kann ich mit leben, klar. Cool. Na weg! Weg, weg, aber die scheiß Gift. Dreck. Cool. Oh, jetzt kommt die Scheißphase hier. Yes! Oh fuck, heilen. Guck mal, dass er mich da nicht getroffen hat. Alter, wie viel das Fernwerbe zurück ist, krank. Scheiße. Oh, nicht diesen hässlichen Drehmove, Alter. Ja, da konnte ich gar nichts machen. Ich bin die ganze Zeit am Rollen gewesen. Gar nichts gebracht. Stell dir mal vor, er wäre 7-mal so strong. Warum? Weil sie WDS gegen Blitz. Oh, der Dunkel ist schwach. Ja, ich hab nichts, was die Art von Damage macht. Also, ja. Genau das war ich auch gerade am googeln, hab's und nicht gefunden. Oboe, verzauber mal deine Waffe mit Blitz oder Dunkles. Kann ich das überhaupt machen? Und ich werde jetzt hier schon Max. Also, ja, ich habe keine Souls. Ich weiß gar nicht, ob ich irgendwas hab und welche Steine die jetzt machen, aber ich kann ja oder eine Seelen verkaufen. Ja. Baut die Items dafür. Ah, weiß nicht, ob ich die Arsch dafür gefunden habe, um das. Machen, warte mal. Nee, ich wirken. Möchte ich wirken mit Blitz. Muss Blitz. Oder Dunkles. Mal gucken. Zwei Blitz-Damage. Oder 227 Dunkles klingt natürlich noch geil. Obwohl, Blitz-Damage hat 15. Naja. Nee. Ich glaube, das macht Dunkles, macht da mehr Sinn vom Damage her, ne? Wait a minute. Habe ich Disenchantment? Nee, warte mal, ich hatte vorhin mit 316. Das ist schon ein krasser Debuff für die Waffe an sich, oder? Scheiße. Da nicht da. Aber ich werde hier werden. Be careful. I don't. Wollte auf das gedreht, ich habe Tipps gegeben. Wenn ich euch da, ich. Krieg ein anderes Waffen. Jetzt aber da. Okay, ich geh jetzt da. Ich meine jetzt genau Fab, ich meine das ist Stück, ja. Du meinst dieses, das Teil hier. Nee, warte mal. Ich kann der Waffen auch Blitzschaden zufügen, ne? Da. Und zur anderen Seite. Kann ich noch nachkaufen? Wie teuer sind die? Ist ja bloß, bis ich sterbe, ne? Oder, nee, nur ein Hit oder sowas, ne? Ah. Gegenstand kaufen. Hat die sowas? Du musst den Preis wissen dafür. Da. Ist es noch größer als das Tuch hier? Was ist der Unterschied da? Das ist ein ganzer Sack voll. Ach, der Sack ist, bis ich sterbe. Dafür kostet auch ein Taui. Also, ich verkaufe mal ein paar Seelen. Kaufen wir da 5 Stück vor und dann kann ich da 5 Preis machen. Howie, aber der hat sich auf unbegrenzt. Welche habe ich denn? Habe ich diese kleinen Häufchen bloß gehabt? Ja, Alter, auf zu labern hier. Meine Fresse, ich werde nicht in den Inventar gucken. Ich hatte ja bloß die kleinen Häufchen. Das ist ja bloß ein Hit, oder nicht? Weil, was ist der Unterschied zu dem Sack? Muss ja auch einen Unterschied haben, oder nicht? Hält nicht lange. Kann aber kreativ genutzt werden. Okay. Dann nimm die dunklen. Dunkler? Ach stimmt, das ist das hier, ne? Ja.
Rübergehend, ja, scheint länger zu halten. Ja, dann packe ich das mal in meine. Mache ich das. Warte mal. Mache ich das da rein? Eigentlich brauche ich es gar nicht mehr, ne? Ach fuck. Was ist denn ein Quatsch hier? Soll ich das vor dem Fight auch machen? Besser ist, oder? Ja, ja, wenn es bis zum nächsten Tod ist, macht es auf jeden Fall sein, vor dem Tod, vor dem Dings zu meinen, auf jeden Fall. Und gucken wir mal, ob das, wie effektiv das ist. Ich hoffe, ich mache schon gut mit Damage, aber ich meine, das ist die Schwäche von dem, dann denke ich mal, wird es schon gut was bringen. Na, mal gucken. Ach, fange ich mit einmal da andrücken. Okay, zu weit gedrückt. Schickes Hart. Du siehst, wie der Mensch das macht. Okay, macht jetzt 22 mehr Damage. Ist auch ist ganz nett. Ist jetzt nicht so, dass ich sage, oh mein Gott, es ist also Game Changer, aber es macht schon Unterschied auf jeden Fall. Auf die Daumenmenge der Hits macht auf jeden Fall Unterschied. Ah ja. Ja, definitiv. Gott, ich mache nicht nur einen Hit. Ich mache halt 20 Hits und bei 20 Hits, sag ich mal, 20 mehr Schaden oder 30 mehr Schaden machen. Ach, fuck, Alter. Ja, komm, mach halt noch mehr dumme Moves hier. Meine Fresse. Ich hab gewartet. Ich will einmal kurz wenigstens vorleihen, aber nein. Oh mein Gott, es gibt. Ja, komm. Lass dich damit. Ach, es ist weg, der Effekt. Cool. Er hält auch nicht bis zum Tod. Was ist das für eine Scheiße? Er hält nicht bis zum Tod. Selbst der große Sack hält nicht bis zum Tod. Was ist das für ein Dreck, Alter? Ja, komm, ich bin der, oder? Ich überlebe. Erstaunlich. Das ist jetzt dumm. Das ist echt dumm, dass es nicht bis zum Tod hält. Oh, wow. Nee, dann holt sich jetzt nicht nochmal. Wenn es bis zum Tod hält, würde ich sagen, okay. Lohnt sich auch bei der Scheinerin zu kaufen, den Grind nicht bis um es zu kaufen. Aber so, dass ich es einmal nutzen kann, dumm. Das war es jetzt wert, ein bisschen reinzubinden. Ich nutze mal wieder Glut. Guter Run. Was ist? Jetzt level ich natürlich. Oh fuck, ah, was ist das jetzt? Heiße. Ah. Mann! Verpisst. Ach komm, Alter! Wieso willst du abfacken? Wirklich? Mann, lass mich heilen! Ach, ich hab so viel Eis gehört, ich will nicht wieder sterben. Ja, komm, fick dich doch! Ich bin dead. Ich bin dead. Ich hab verloren. Es ist vorbei. Ich hab verloren. Geil. Ach so dumm! So eine dumme Scheiße. Das lohnt sich überhaupt nicht für mich gerade. Es ist einfach, Alter. Ich hab Blut genommen und das und ich hab. Bin sowas von, habe ich das Maul bekommen. Es ist schon wieder lächerlich. Oh, meine Fresse. Ich glaube, Fab, ich werde die heute nicht mehr folgen, oder? Weiß nicht, plus 20 Tode. Ja, du was denkst, wirst du gerade 10 Minuten oder so. Also, mach ruhig. Naja, ich werde jetzt hier in 10 Minuten, Viertelstunde werde ich jetzt nicht 20 Tode vollkriegen. Ich habe die besten Items, die ich jetzt hätten für mich nutzen können, gemacht und habe einfach nur reingeschissen. Ich habe so weit reingeschissen, weil ich dachte, okay, komm. Ich muss irgendwie damagen, weil der Effekt läuft gleich ab. Ja, aber dadurch bin ich halt einfach zu risky gegangen. Was soll ich machen halt, ne? Ja, mein Gott. Nerv jetzt nicht, du dummer Bastard hier, wirklich.
Lass mich doch mal kurz heilen, wirklich. Nö, da bin ich. Ich kann in einem Stück weg, dann rennt mir hinterher. Ich kann ihn in der Hitbar lassen, dass er kurz ein bisschen steht. Reicht auch nicht aus. Ich hab gar keine Möglichkeit, kurz zu heilen. Weil sonst pimmelt am Ende der Arena auch immer irgendwelche Fernangriffe und jetzt. Alter, ich renne jetzt die ganze Zeit nachher, bis du einmal stehst, natürlich dich. Okay. So, klar, er war eine, hat eine andere, er hat gerade diese Magie-Schütte abgezogen, aber ist trotzdem so random, welche Phasen er einfach jetzt nimmt. Mal, ja, hat gleich sein komisches Gebogenschwert, dann hat er mal gleich den Speer, mal hat er die Magie. So, was ist das für ein random Boss, dass er immer hier, oh, Bruder, heute habe ich mal Bock auf die Phase, hat er mal Bock auf die? So, was denn, ey, verstehe ich irgendwie nicht so ganz, was das, was die Idee dahinter ist. Voll meine Fresse, mehr als drücken kann ich halt nicht. Oh, Bastard. Hier rum, nicht rum, weiß ich nicht. Hallo. Oh, du kleiner Kecko. Okay. Ach, nee, komm. Ich lass dich ruhig tot. Tob ruhig. Alles gut. Tob ruhig. Ich schieß gleich ein. Nö. Warum soll ich dich jetzt angreifen mit der Damage Maus? Ich kann nicht, da kann ich warten. So, mal Sperrphase. Ach, komm. Jetzt greif ich an. Hat sich gelohnt. Hat sich gelohnt. Fast 1000 Damage ist okay. Oh ja! Oh ja! Jetzt geht er los wieder. Komm, komm. Ja. Er hatte keine Chance. Ich hatte gar keine Chance. Greift sie nicht aus welchen Gründen. Und fast for life direkt dead. Was? Immer die Sachen, wo ich denke, oh. Fühlt sich immer an, als wenn man eine faire Chance hat. Oder wenigstens eine Chance. Nicht mal fair. Fair von fair brauchen wir gar nicht mehr reden eigentlich. Wenigstens eine Chance hätte. Aber nein, nein. Nein. Nicht bei Dark Souls. Wo denke ich denn hin, dass ich eine faire Chance habe beim Game? Na, und der Scheiße, nein. Roll. Ja, bergauf, ja, so ein Dreck wieder hier. Deswegen hasse ich diese Scheißbäre, wirklich. Wenn es eine glatte Ene wäre, hätte ich ihn ausweichen können. Hätte ich den Damage nicht bekommen, hätte ich keinen Stun bekommen. Ja, guck da. Wie soll ich denn da? Selbst mit Rollen habe ich keine Chance, ihm irgendwo auszuweichen. Ich habe keine Chance. Rennen brauche ich gleich anfangen, weil er zu lange braucht, bis die dumme Bitch anfängt zu rennen. Ah, das hat noch keinen Sinn. Ja, das hat noch keinen Sinn. Habe ich das jetzt erzählt, mein Death Counter? Ich weiß nicht. Sache ist halt, es lohnt sich gar nicht in einem Samstagstream das anzufangen und dann sagen, ah, kannst du wieder helfen und dann höre ich auf und dann bin ich durch, bin so. Das macht halt überhaupt gar keinen Sinn. Ich müsste ihn heute schaffen, damit ich halt morgen ein neues Spiel anfangen kann. Weil es dann macht einfach auch gar keinen Sinn. So. Oder ich grinde morgen richtig hart, hol mir dann dieses Fluch-Item, Dunkel-Item in der Zeit, um ihn dann wegzudamagen. Ah ja. Auf Rollen, mehr kann ich nicht machen als Rollen. Mann, diese Scheißberge. No. Kein Schuss, ne? Jetzt hast du verkackt. Ach, scheiße.
Roll hat ihm wieder nicht gereicht anscheinend. Roll ja nicht. Und stunt ihn das direkt, aber das anscheinend jetzt nicht. Warum auch immer. Also wirft ihn so zurück, wenn ich eine Ult ihn hätte, aber jetzt anscheinend hat es jetzt nicht gezählt. Muss ich nicht ganz verstehen. Ach komm! Cool. Nicht gut. Auch für Aster gehabt. Das ist sehr gut. Und ich will ein bisschen damagen. Komm, ich zieh durch. Komm, ich zieh durch. Ich zieh durch. Ah, fuck, ich kann euch durchziehen. So ein Scheiß. Okay, kurz rein. Hurral! Egal, komm. Ein Hit noch, ein Hit noch, du kleine Fatze! Es wurde nicht mehr gehört, weil er so viele Hits wieder rausdrückt, Alter. Guck dir das an. Er hat nicht mal eine Pause gemacht, richtig, dass ich irgendwie einen Hit machen konnte. Okay, nee. Es ist jetzt ein Hit gefehlt, dass ich ihn in die zweite Schule bringe. Warte mal, wurde mir nicht gegönnt. Okay. Mittlerweile habe ich es akzeptiert, dass ich hier einfach ganze Zeit erscheine. Ich meine, dann irgendwann, ne? Nach 84 Versuchen weiß man sich einzuordnen. Mit dem Boss halt, ne? Man weiß, okay, ja, es ist verdammt behindert. Der Fight. Weil die einfach super unfaire Moves ganze Zeit rausdrücken. Okay. Der war leider nicht akzeptiert. Findet sich gut. Aber es ist so, man hat verstanden, so, Alter, okay, eigentlich habe ich gar keine Chance, richtig. Weil, wenn das Spiel möchte, dann zerfickt es dich. Ja? Und dann kannst du rollen und rennen, wie du willst. Das ist scheißegal, weil die Steuerung so beschissen in manchen Punkten ist, dass du einfach gar keine bessere Möglichkeit hast und gar keine Möglichkeit hast, auszuweichen. So. Manchmal treffen die Hits von ihm nicht, obwohl sie eigentlich drauf wären. Ich will mich nicht beschweren, das ist toll. Aber manchmal treffen sie, obwohl die nicht drauf wären. Das ist halt das Dumme. Oh, der hat entschieden zu treten, obwohl ich jetzt nicht direkt diese beiden Tasten hineingedrückt habe. Aber ist okay, da kurz, ne? Diese Momente muss ich ja nicht verstehen. Ja, meine Fresse, ich habe jetzt zwei Hits gemacht, dann bin ich wieder fast down. Geil, und jetzt geht noch nicht. Komm, roll doch endlich! Roll. Naja, will nicht rollen. Oh fuck, ich muss mich heilen. Was ist jetzt schon los? Ja. Okay. Interessant. Fuck. Ich vergib meine Fresse. Ich drück die ganze Rolle. Nee. Und jetzt im Gift? Da habe ich jetzt die Zeit, noch drei Hits zu machen. Ja klar. Wenn da nicht war. Also wenn so. Wenn woanders nicht, auf jeden Fall hier im Gift. Gute Möglichkeit auf jeden Fall. Muss ich einen Teil dran. Ich habe 11 Stück. Bin ich direkt weggekommen und durch immer trifft. Ah. Roll, roll, roll. Fuck. Oh Gott. Aua. Ich muss unbedingt weg. Ich muss. Fuck. Wo kommen sie? Sie sind auf dem Boden! Ah, geil. Er hat auf dem Boden. Schau, dann hat mich nicht getroffen, er hat nicht nach oben. Dafür, dass ich keine Items genutzt habe, war das ein relativ cooler Try, ne? Muss ich kurz auf Klo. Ich bringe mich jetzt auf andere Gedanken. Ja, und dann habe ich viel frische Lame hier dabei und kann noch mal ein bisschen aufs Maul bekommen. Ja, da steht eine hässliche Kuh drin, Alter. Er ist eingefroren. Für dich schon das Wasser des Untergangs, Frosty. Warum können wir den Raum nicht rein? Wir können den Raum nicht rein. Was? Es ist voll mit Schaum. Rettung und Werkzeug der Rache. Komm mit nach hinten. Deine Belohnung.
Er kriegt eine Belohnung. Also ich nicht, ach so. Also no joke, ne? Wenn wir oben reingucken. Oh, oh Gott! Scheiße, Alter. Mann! Jetzt hab ich überall hier irgendwas schon auf dem Stream Deck, Alter. Nein! Da war oben so ein Schicht aus Rote, so, hä, das ist richtig, richtiger Stopf oben rauf. Alter, ist eine ganze Wange. Stickige Luft drin. Super, ich habe Bohnen gegessen, oder? Ich hab nicht angeguckt, aber es hat sich, als ich scharfe Bohnen gegessen habe. Ach ja. Dann werde ich im nächsten Stream mich erst behindert, so ein bisschen grinden, ein bisschen Souls grinden und dann zu Schreinring auch mal ein bisschen Equip kommen. Also von diesen, also Glut und diese Blitz und anderen Scheiß. Dass ich, oh, die auch halt öfter nutzen kann. Heißt das schon Hilfe? Keine Frage. Zwar auch wenn du musst, eine kleine. Ich bin viele dankbar. Im Endeffekt. So, aber ich, da ich einfach gerade nicht die, das Budget dafür habe, irgendwelchen Scheiß hier ewig zu. Das ist eine gute Sache. Dann das Stream. Bleibt mal Zeit, ein bisschen zu grinden. War es wert. Das nicht, das Alter. Okay. Genau da. Cool, er will nicht rollen. Das speichert er sich nicht, ja? Wenn ich gehittet werde, aber Freunde drin habe, das speichert er sich nicht, die kleine Bitch, ja? Das speichert er sich, aber wenn ich hitte, dann. Das wird immer zuerst weggespeichert. Ach. Schadenserhöhung und ein Speer. Ja, klar. Give me more. Ja, das ist cool, das mag ich. Das ist wieder. Das ist auch Dark Souls. Das ist, was ich so liebe an dir. Das wäre geile Gameplay. Oh yes, wie ich das auswählen konnte, weiß ich auch nicht, aber. Gib mir wow von dem, was du unfair nennst, Dark Souls, wirklich. Na. Mach halt nicht so ultra viel Damage, ist okay. Jetzt wäre jetzt bufft gewesen, wäre, Alter. Wäre ich dead gewesen. Meine Fresse, jetzt verpiss dich, du kleine Potze. Okay, nochmal der gleiche Move. Wie lange bist du unkartiert, hab ich das Gefühl. Oh cool, ich konnte nicht mal wegmoven. Das ist halt so dumm. Du guckst dann wirklich 2 Minuten an, wie du gekillt wirst und du kannst nicht ausweichen, weil du von eins der nächsten kommst. Dann denkst du, okay, war gut. Ist ein bisschen wasted Lebenszeit hier, oder? Also, wenn du mich schon direkt fertig machst, ohne mir eine Chance zu geben, dann skipp's einfach wirklich. Dann da, weil ich bin tot und dann ist okay. Dann verschwende ich nicht mal meine Lebenszeit. So mit sinnlosen Kack. Das ist halt wie eine Katze im Endeffekt. Ich komme nicht zum Rollen, nicht zum Hitten, nix. Und ich habe es angucken. Okay, ja. Okay, ich kriege jetzt 6 Hits. Wow. Dieses hätte ich auch sinnvoll nutzen können. Und einfach ins Leere gucken. Da hätte ich mehr von gehabt, ja. Cool. Ausgewichen. Danke. Oh, jetzt schienen wir einen doppelten Hit zu machen. Oh. Er dasht den Berg hoch. Okay. Ja, soll er machen. Alter, du dummer Bastard. Ich hab keine Lust mehr. Hab noch erlebt, ist sowas von egal, weißt du. Es ist, hat dieser Driver halt wieder so unnötig von da. Wirklich, also es war ja wieder keine Möglichkeit, irgendwo auszuweichen. Glaub keine.
Ja, ja, ist okay, Axe. Wenigstens macht es euch direkt wundet. So, gut. Ich sollte fair, dass mir auch irgendwo Möglichkeit geben, mal kurz einen Trank zu geben. Danke, Dark Souls. Danke, dass ich einen Trank nehmen durfte. Sehr großzügig. Weiß nicht zu schätzen. Tolles Spiel, 10 von 10. Am liebsten würde ich nochmal 70 Euro ausgeben. Einfach nur, damit ihr mehr Geld habt und noch ein tolles Spiel davon programmieren könnt. Also, was heißt tolles Spiel, aber. Ein balancedes, faires, gut gemachtes, mit einer guten Steuerung und so. Also. Schickt mir euren PayPal-Link. Alles, was ich habe, nächste Gehalt direkt zu euch, ja. Also, sonst habe ich schon lange nicht mehr gespielt. Wirklich, also die Gegner fühlen sich wirklich an, als wenn man da was geschafft hat und man fühlt sich echt gut und so. Nicht so aller, war ein schwerer Fight, aber zu jeder Zeit immer fair und ich habe immer eine reelle Chance, irgendwas zu schaffen. Und ich denke, ja, das ist, was ich machen muss. Natürlich nicht, Dark ist scheiße in der Hinsicht. Das ist einfach der größte Haufen Schmutz, Alter, wirklich. Wow. Holt? Ja. Alle Holt raus, Bruder. Was war das denn? Ich hab eigentlich direkt gehittet. Aber nicht gezählt. Cool. Ich lebe irgendwie so. Geil. Ist ja gut, um einen Brandbombe zu werfen, oder? Sie nehmen halt Loot. Und 20 Hearts. Fuck! Ach, du bist doch auch mal abfall, wirklich. Meine Fresse. Ich will heilen! Fick dich, Dark Souls! Du undankbares Stück Scheiße! Oh, meine Fresse! Ich kann nicht mehr als ein Konto nicht wegrollen! Nee, Season 2 brauchst du mir nicht helfen. In den nächsten Stream. In den nächsten Stream. Ich habe mir schon vorgenommen, im nächsten Stream werde ich erstmal ein bisschen Souls farmen, um mir dann bei der Schreinerin ein bisschen Glut und noch menschliches Hart zu kaufen und dann OBs, weil dann habe ich eine reelle Chance. Weil ich davon genug Items habe, so. Wenn ich jetzt wieder, weil ich habe 15 Glut oder so. Ja, und ein bisschen von menschlichen Harz und von Blitz, dann, ey, geht's eigentlich, ne? Plus. Siehst du ja, ich kann ja rollen, wie ich will und auch komplett straight wegrollen. Ich komme nicht weg. Und das ist halt ein Punkt, wo ich sage, Alter, sorry, aber mehr als rollen kann ich nicht. So, weil ich nicht weit genug von ihm wegkomme, um anfangen können zu sprinten. Danke Dark Souls, weil ich die Taste mehr als 2 Sekunden lang gedrückt haben muss, um zu sprinten. Aber rollen reicht auch nicht aus. Also eigentlich kann ich direkt stehen und kann sagen, okay, tut mir einfach, ich spare mir das jetzt, das Bege smashe, weil ich bin eh tot. Also, I don't know. Aber jetzt zum Abschluss, Fab, ne? Kriegst du natürlich gerne noch Snacks. Ich habe die 2 und die 1 noch übrig. Eigentlich macht die 2 mehr Sinn, weil die 1 ist ein Getränk und ich brauche nicht die letzten 3 Minuten vom Stream Getränk aufmachen, oder? Oh, die 2 nehmen. Ich glaube, beim ersten Stream, im Monatsstream, wo ich den getried habe, da habe ich, glaube ich, drauf. Ah, ne, habe ich keinen 50 geschafft. Nee. Ich habe ja im Dienstag, Montag und Mittwochstream zusammen 50 Tode gehabt. Aber 25 pro Stream kann man sagen. Jetzt habe ich halt 40 in einem Stream. Kann verstehen, dass ich ein bisschen sorry war, wenn ich fast, also, na, 39 Mal gestorben bin bei einem Gegner. Weiß man. Eigentlich mal gar nicht so glücklich. Ich weiß nicht, was ich jetzt picken möchte, aber wir sagen, wir machen es im nächsten Stream. Kommen wir auch mal.
dass wenn du morgen dann da bist, können wir einfach das dann sagen, wir packen es dann morgen ins Stream und du rufst dann einfach eins von den beiden nach Hause, eins oder zwei. Geht natürlich auch. Kein Problem. Muss natürlich bis morgen also oder halt. Wir verlieren sie aus den Augen und versuchen zu denken, wenn du mal wieder nächstes Mal da bist. Wenn du am Wochenende das ganze Zeit hast oder so. Geht das natürlich auch noch. Ja. Dann ist vielleicht andere Nummer, weil der andere schon was gepickt hat, aber das ist nicht so schlimm. Oder jemand sowas wird sich aus den Augen verlieren, weil ich hatte mich einmal schon vergessen gehabt oder irgendwas war da. Irgendeine Belohnung habe ich von dir vergessen gehabt. Dass ich dir die Punkte einfach zurückerstelle, weil ich weiß nicht, ob du gerade da bist, ob du Timeout hast oder so. Ich erstelle einfach die Punkte zurück und wir machen das nächste Stream. Auch eine Möglichkeit. Boah, ja, machen wir es am besten so. Und es vergesse ich, ein paar bis zur Woche nicht da war, dann kommst du vor oder so. Ist ja legitim, ich meine, das Wochenende. Aber die haben besseres zu tun als Dark Souls. Sich zerstören zu lassen. Aber ist da. Okay. Wollen wir es mindestens schon machen? Weil ich habe noch ein Getränk und einen anderen Snack. Ein Getränk macht natürlich Sinn, noch anzufangen. Wird es mindestens schon machen, wenn du willst. Oder wir probieren den anderen Snack kurz noch. Das können wir auch machen. Okay. Dann machen wir es im anderen Stream. Also morgen. Ab 15 Uhr. Naja. 15:30 Uhr. Ne. Vielleicht ist auch die Motivation ein bisschen klein. Wenn man die ganze Zeit so zerstört wird, ne? Naja, was soll's. Ich gebe es natürlich auf, guck mal, Fairbo auch meint, das ist der letzte Gegner oder nicht ganz der letzte Gegner. Macht es jetzt wenigstens aufzugeben. Kurz zum Ende. Nee. 50 Stunden. Cool. Keywords und Girls, ne? Danke schon, die dabei waren. Einen wunderschönen Abend, und wir sehen uns dann morgen wieder zu einer wunderbaren Zerstörung. Ich habe schon Streamtitel damit jetzt gefunden. Ja, ich hatte damit jetzt schon Streamtitel gefunden. Das ist auch so ein dummes Scheiße. Warum muss ich auf Beenden drücken und dann auf Spiel verlassen? Es nervt mich jedes Mal. Es nervt mich. Alter, wie lange willst du laggen? Ja, ist mir noch ein Stream-Update, klar. Es nervt mich jedes Mal. Ich sage, Alter, komm, mach einfach das Spiel einfach aus. Ich will doch nicht ins Menü. Dann gib mir den Punkt Hauptmenü und Spiel beenden. So. Muss man wieder mal die Publisher-Logos angucken. Yay! Und dann muss ich jetzt auf Taste drücken, dass ich das Menü öffne. Und dann, das ist so. Das wird sich an manchen Punkten einfach nicht gut gemacht. Aber das ist okay. Ich rage gerade über alles rum. Also, beste Punkt jetzt aufzuhören. Bis morgen, habt einen schönen Abend. Macht's gut. Hab vielleicht mehr Spaß bei Dark Souls 30. Ne? Sorry, Boy ist raus für heute.